gutem Inhalt. Na, wie, hier ist nix. Na gut, zwei Blutpakete. So, ich fürchte... Doc, mit dem aus dem Weg. Ich verbrauchst meine ganze Ausdauer, Kollege. So, dann müssen wir mal wieder die anderen Wege abchecken, die es hier noch so gibt. Ich weiß, ich trage zu viel. Ist mir doch klar. Wir haben nur gerade keinen Radhirsch da. Jetzt würde ich mir gleich mal einen geben. Warte mal. Ich rieche doch irgendwas Besonderes hier. Mit Sicherheit, oder? Teekessel und Teetasse sollte man vielleicht mitnehmen. Die sehen irgendwie wichtig aus. Keine Ahnung warum. Aber hey, haben wir wenigstens. Ich habe den Eindruck, dass wir extra viel verbrauchen durch die... Also extra viel AP durch die Rüstung. Wie sieht's denn aus, wenn wir uns so eine Nuka-Cola trinken? Was macht das denn? Mehr AP, mehr TP trinken. Und einen Kronkorken kriegen wir, stimmt. So, wir gehen mal eben hier vorsichtig raus. Ist natürlich gelogen, wir müssen leider gerade schleichen. Weil wir keine AP zur Verfügung haben. So. Ich schleiche gerade extra mal ein bisschen. La, la, la. So, man muss sich ja auch mal ein bisschen Zeit lassen und so. Ne, muss man ja auch mal dürfen. Wobei, eigentlich ist es gerade doof, zuerst nach unten zu gehen. Schon wieder hier. Irgend so eine komische Explosion oder so. Keine Ahnung, was das genau ist. Radio aus. Das nervt. Hm. Aha, was haben wir denn hier? Ein Sonderbereich. Alter, hat er mit den ersten legendären Fatman 50% mehr Schaden gegen Gude, 586 Schaden überhaupt. Nett. Wir können übrigens unseren Mal auf MIAV umschalten. Habe ich ganz vergessen. Das heißt, demnächst können wir auch mal den Fatman mitnehmen. Ist denn doch nicht. Schon fast schade, die Schüsse gerade. Reicht ja das. So, jetzt lasse ich auch nichts mehr hier, weil... Jetzt ist ja eh schon egal. Tragen sowieso schon zu viel, dann können wir auch ordentlich zu viel tragen. Und nicht nur so scheinmäßig. Ach komm. So, hier ist alles okay. Ich frage mich, was hier unten noch alles ist. Der Fusionskern hält nicht mehr lange. Übrigens. Müssen uns also ein wenig beeilen. So, hier sollten wir vielleicht gerade nicht entlang schleichen. Hier ist es okay. Würde ich mal annehmen. Hä, sind wir jetzt wieder... Ah, wir sind einmal drumherum gelaufen. Toll. Viel gebracht hat es nicht. Reaktor. Ne, da sind wir hergekommen. Was ist denn dann hier? Haben wir hier überhaupt noch irgendwas? Nö. Aber ein Bett, da könnten wir uns theoretisch mal reinlegen und pennen. Machen wir aber nicht. Wir müssen da auf der anderen Seite nochmal eben was untersuchen. So, und zwar da die Tür. Die haben wir noch nicht geöffnet als einzige. Zumindest als einzige bisher. Guck mal, zwischenspeichern gerade. So. So, sorry Dogmeat, dass du jetzt so viele Granaten aushalten musstest, aber ich musste gerade mal weg.
konnte da nicht registrieren. Nee. Riskieren, selber getroffen zu werden, zu hart. Denn wenn ich sterbe, ist es eher so endlos. Oder, ja, permanenter Zustand halt. Nicht nur so kurz, bis ich den Stimpack reindrücke. So gut der gute alte Dogmeat auch ist, ein Stimpack kann er uns nicht reindrücken, um uns noch zu helfen oder so. Leider. Ah, also wenn ich eine Power-Rüstung trage, kann ich keine Sachen verwenden. So. Wir sehen uns hier noch in Ruhe um. Sieht komisch aus, das Ding an der Decke. Privates Terminal. Ah, sehr gut. Da können wir erstmal direkt reingucken. Nock. Passt ja irgendwie. Ihre Befehle. Stellen Sie sicher, dass sich alle Bewohner am Vault-Tec-Rehabilitierungsprogramm beteiligen. Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere Forschung, dass das Programm absolviert wird. Was hat Vault-Tec nur jetzt schon wieder hier vorgehabt? Sie werden sich wie die anderen Bewohner verhalten. Ihre falsche Identität sollten Sie inzwischen verinnerlicht haben. Daher gehen wir hier nicht näher darauf ein. Sie arbeiten mit der mit dem gewählten Aufseher zusammen, um Probleme bei der Einhaltung der Regeln zu lösen, ohne ihn über Ihren eigentlichen Auftrag zu informieren. Nach 5 Jahren verfolgen Sie ein neues Ziel. Sie öffnen das geheime Lager, das Ihnen während der Schulung gezeigt wurde. Lassen Sie die Bewohner die Camps aber selbst finden. Danach dokumentieren Sie die Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Toll. Eintrag von 2082. Heute sind die Bewohner und ich genau 5 Jahre in Vault 95. Das hier ist mein erster Eintrag. Vault-Tec bla 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 hat jedem der Bewohner geholfen, den Entzug zu überstehen und sich an das Leben im Vault zu gewöhnen. Trotzdem war der Entzug natürlich eine große Herausforderung für einige der Testsubjekte. Unsere Hypothese war korrekt. Wenn es keine Alternative gibt, kann sich eine Person in jedem Fall erholen. Ah, okay. Ich werde mich heute Nacht aus meinem Zimmer schleichen, um das Lager mit der suchterregenden Substanzen zu öffnen, die seit 5 Jahren hier versteckt sind. Die Isolation scheint hilfreich zu sein, wenn suchterregende Reize fehlen. Jetzt wird sich zeigen, welche Auswirkungen diese Reize auf die Gesellschaft haben, die sich in den letzten 5 Jahren gebildet hat. Aha. Interessant. Ja, wie schön würde ich jetzt nicht sagen, aber gut. Der letzte Kaffee. Noch mehr Jet und deswegen werden wir... Also eigentlich müssten wir hier total viel in der Richtung von Drogen finden. Da, Jet, Jet, sag ich doch. Weißt du, wenn man vom Teufel spricht, weißt du Bescheid. So. Next. Kommt auch schon einer. Oh, 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 die haben Gamma-Wellen-Scheiß. Komm schon, Arschloch. Der Dreck ist da unten. Zum Glück haben wir gerade hier ein bisschen was an. Ja, ich an dir aber auch. Vergiss das lieber nicht. So, es gibt ein bisschen auf den Kopf. Alles klar. Reduziert den Fallschaden um 50%. Das ist sogar mal was Nettes, würde ich sagen. Wieder, was ist das hier? Was da immer wieder irgendwie so hervorkommt oder so. Mal speichern, Zwischenspeicher. Wow, lass mich hier durch, du. Bingo. Yeah, du hast dauerhaft plus 25% Crit-Schaden mit schweren Waffen. Geil. So, da haben wir noch ein bisschen Zeug. Ah, natürlich, müssen wir erst knacken. Zack. Das wär's. Sehr schön, ein paar Fusionszellen für uns. Privates Terminal, vielleicht haben wir hier noch mehr.
Protokoll 1. Scheiß auf Vault-Tec. Sie sagten, dass sie uns helfen wollen. Der Vault war angeblich sicher, ein Ort, an dem Rehabilitierung zwangsläufig garantiert ist. Für die meisten wäre das Ende der Welt gewesen, aber für uns verlorene Seelen war es ein Neuanfang. Früher war die Chance, noch einmal von vorn anfangen zu können. Wir alle hatten in den letzten 5 Jahren so unsere Probleme, aber die Zeit hier hat uns zu einer Familie zusammengeschmiedet. Jeder von uns hätte hier drin zu gerne den Rest seines Lebens verbracht. Und jetzt das. Und die rausgeschmissen. Die wussten, was sie tun. Sie haben nicht versucht, uns zu helfen. Hätte nie gedacht, dass ich nochmal in meinem Leben Camps sehen würde. Warum auch? Aber jetzt sind sie hier. Genug für den Rest unseres Lebens. Einfach auf dem Präsentierteller wie in einem verdammten Schaufenster. Und sie waren die ganze Zeit über hier. Ein paar haben sich gar nicht erst gewehrt, haben sich geschnappt, was sie konnten und liefen weg, um heil zu werden. Es gab Kämpfe, ich höre noch immer Schüsse. Ich bin nicht bereit, all das aufzugeben, was ich hier hatte. Protokoll 3. Ich dachte, ich hätte das Zeug hinter mir gelassen. Ich dachte, wenn ich es nochmal sehen würde, hätte es keine Macht mehr über mich. Ich habe mich getäuscht. Ich brauche jedes Gramm Willenskraft, um mich hier weiter in meinem Zimmer einzusperren. Und 4. Ich halte es nicht mehr aus. Es gibt keinen Grund, nüchtern zu bleiben. Hier unten ist alles genauso beschissen wie da oben. Ich brauche etwas, was mir dabei hilft, das zu ertragen. Das Programm interessiert mich nicht mehr. Es ist mir egal. Wirklich. Mir ist alles egal. Ich gehe jetzt da raus zu meinen Freunden. Hoffentlich ist da überhaupt noch jemand. Oje, oje. Hört sich nicht gerade gut an. So, und das Chem-Lager müsste doch eigentlich auch hier sein. Ist das hier das? Ich hoffe es. Huch. Jetzt Mist gebaut. Warte mal. Nee. Da haben wir's. So. Oh. Kronkorken. So. Sehr schön. Teddybär. Ah, der hat sich auch nochmal eine letzte Gönnung geholt. Ein rotes Kleid, gemütliches Kissen. Oh, ich will den Nuka-Cola-Wagen. Weg damit. Cool. Jetzt habe ich den Spielzeug-Truck. Geil. So, hier liegt noch Öl. Das hätte man anzünden können. Da sind wir hergekommen. Das heißt, hier müssen wir noch lang. Hier ist das versteckte Chem-Lager. Alles klar. So. Liegt noch eine 10 mm, habe ich doch sofort gesehen. Das nehmen wir auch mal gerade sofort. Nicht, dass ich es noch vergesse. Boah, wie einfach überall irgendwas liegt. Alkohol oder Drogen oder irgendwas. Ja, natürlich. Der wollte sich nur was Leckeres kochen. Was ist denn das? Ach, das könnte auch von der Power-Rüstung mal die ganze Zeit kommen, ne? Oder sagen wir mal, es kommt von genau der Power-Rüstung. Ja, ich wollte nicht aussteigen. Steig ja wieder ein. In die pechschwarze Railroad-Power-Rüstung. Sonst ist hier alles in Ordnung. Gut, dann könnten wir ja eigentlich auch mal wieder gehen. Wie sieht's denn aus? Ist jetzt, ja, abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier alles gesehen, was es gibt. Das freut mir. So, irgendwo da müsste man rausgehen. Ach, hier war auch schon eine Falle. Deswegen kamen die Granaten runter. Und ich dachte so, geil, das Stolperdraht sehe ich doch easy. Da waren wir aber schon über einen drüber. Leider. So, Aufzug ist hier. So. Der Chor neigt sich dem Ende. Ihr seht also, warum ich nicht ständig mit Powerrüstung rumlaufe. Mach's hier ein Dungeon, ist ein Chor leer. So ist das halt. Das Blöde ist, dass wir uns natürlich nie aussuchen unbedingt, welchen Chor wir benutzen wollen, sondern der wird einfach für uns ausgewählt. Okay. So, jetzt können wir aber erstmal... Huch. Karte war schon richtig. So, nach Sanctuary schnell reisen. Und dann mal...
gucken, dass wir da unseren ganzen Kram fertig haben. Also ablegen in dem Fall. So, die Rüstung stelle ich dann schnell griffbereit hier mal ab. Weil ich natürlich den Fusionskern direkt wieder rausnehme. Ja, ich weiß. So, als erstes, was ich behalten möchte, ist diese tolle Waffe, die wir gefunden haben, des Ghoul-Töters. Beziehungsweise, die muss ich eigentlich gar nicht ablegen. Sondern, wo ist der Fatman jetzt? Da. So, ich werde jetzt gleich mal diesen Fatman in die Hand nehmen. Und, nee, ich werde erstmal den anderen Kram ablegen. Schnauze. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, ich hasse die Alte. Die ist echt nervtötend. So, das kommt alles weg. Erstmal würde ich die Sachen ablegen, damit sie uns nicht stören. Die Plasmapistole möchte ich gerne behalten. So, das kann dann direkt hier rein. Auf die Weise wechseln wir jetzt zwar ein paar Mal hin und her vielleicht, ne? Aber dafür gehen dann uns die Sachen nicht verloren, die wir behalten möchten. So, und die kann auch erstmal weg. Okay, dann kann ich auch schnell Granaten ablegen. Aber mehr als genug schon wieder von dabei. So, und sonst hatten wir keine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt, wegen dem Fatman. Alles okay. So, Kleidung. Kleidung können wir, glaube ich, komplett ablegen. Da war... Ups, da war der ein oder andere... das ein oder andere Teil dabei, was ganz nett war, aber... Ich glaube, wir müssen es nicht unbedingt behalten. So. Achso, Tarnmuster. Achso, ja, die Sachen wollte ich eigentlich hier... Ja, suche ich gleich noch raus. So, reduziert den Fallschaden, packe ich aber trotzdem mal weg. Das kann auch weg, das kann auch weg. So, Kleidung muss ich hier nochmal schnell neu rausnehmen. Das hier... Eine normale Sonnenbrille, das hier, Totenkopf, Halstuch, eine Militäruniform und ein Militärbarett. Das waren die Sachen, die ich noch behalten wollte. Die packe ich mal eben schnell hier rein. Da werden sie mir nicht verloren gehen. Das kann ich mal... Ah ne, nicht das wollte ich untersuchen, sondern eigentlich das andere. Wo ist denn das? Das Tarnmusterhalstuch, da haben wir eh schon zwei von, sehe ich gerade. Sieht ganz nett aus. Können wir vielleicht mal irgendwann dem Dogmeat in die Hand drücken. So, ansonsten werde ich jetzt erstmal das Ding hier... Ach, natürlich brauchen wir dafür Wissenschaft auf hier. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wenn du welche siehst, ja, ich lege sie für dich um. Aber nicht... Beziehungsweise ich lege sie nicht für dich um, sondern... Für mich. So. Ich mag die Alte nicht. Ah, schön war das. Einfach mal mit der Raider... Mit der Raider-Rüstung. Mit der Power-Rüstung wieder ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Hat was, auf jeden Fall. Hat was. So. Okay. Soweit, so gut. Versorgungsrouten einblenden. Wusste ich gar nicht, dass man das kann. Außenpost Simonia hat, hat eine Versorgungsroute hier. Hä. Naja. Wie dem auch sei, wir machen mal wieder ein paar Quests. Quests. Zischt ein bisschen. So, hier können wir mal weitermachen. Erstmal Flughafen Boston. Da haben wir, glaube ich, irgendwo jemanden, der was von uns möchte. Ist aber, wobei das doch, ja, das müsste so einer von der Forschungspatrouille. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.